Willkommen zurück zu Let's Show Final Fantasy 13. Mission Nummer 4 ist immer noch angesagt. Wir gucken mal, wo wir hier genau lang müssen. Oder genau weiß ich das nicht. Ah, hier eine der Kisten. Oh, schade. Na gut. Dann klopfen wir mal gegen den hier nochmal. Mal gucken. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Blitz, weil... Achso, ja, ich bin ja nicht bei Final Fantasy 12, ganz vergessen. Oh. Oh nein, Statusveränderung. Oh nein, er will jemanden treffen. Egal, zu spät. So, ich muss hier mal ganz kurz Paradigmen ändern, manuell. Wir fangen erstmal mal mit Blitzwall an. So, was finden wir denn hier drin? Ein Runenreif. Schön. So, jetzt dürfen wir hier wieder weiter wandern. Nein. Dem, dem, dem. Coole Musik immer noch. Finde ich jetzt persönlich. Höh, Verteidiger wollte ich eigentlich gar nicht. Brecher, Brecher. Höh. Ach, meine Paradigmen vom Bosskampf sind gar nicht mehr gesetzt. Das muss ich auch noch ändern. Hilfe. Dann ist ja kein Wunder, warum da kein Schaden durchgekommen ist vorhin. Ja nicht. So. Schon besser. Dann ändere ich hier erstmal die Paradigmen. So, wir fangen dann hier oben erstmal an. Genau. Mit Verheerer, Brecher, Verheerer. Dann haben wir noch Blitzwall meinetwegen. Grüne Trillis. Kann auch bleiben. Heilschlacht. Hier unten mache ich mal wieder Manipulator, Augmentor und Lightning als Heiler. So. Und natürlich die wunderschöne Lebenssymphonie. Zur Not. Für den Fall aller Fälle. Habe ich jetzt auch wirklich alles richtig gesetzt. Manuell, Verteidiger, Verheerer, Brecher, Verteidiger her. Sehr gut. So können wir weiterspielen. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Hm. Na gut, dann wollen wir hier mal weiterlaufen. Oh nein, ein ganz böses, großes Etwas. Jetzt kriegen wir auch den Serienbonus wieder schneller hoch. Peng. Ja, das sind alles Gegner, die nicht mehr so viel Schaden machen. Finde ich. Aber man soll es nicht übertreiben. Und aus diesem Grund war doch noch irgendwo eine Kiste irgendwo. Da hinten ist eine. Genau. Die werden wir uns auch noch schnappen. Dann noch diese wunderschöne idyllische Musik dazu. Super geil. Oh nein, komische Pflanzen. Die kennen wir bisher noch nicht. Glaube ich. Aber wir haben ja alles, was wir brauchen, zur Not. Nein. Das ist immer noch ätzend. Ab und an bricht das Bild einfach ab. Ich glaube, das seht ihr ja leider auch mit. So. Da brauchen wir gar nicht so groß
draufspielen und geht. Ja. Wir machen genug Schaden, um nicht zu sterben. Genau. Sag ich doch. Ja, und ab zur Kiste, wo auch immer die jetzt wieder war. Da hinten war die. Wie kommt man da hin? Vielleicht hier lang? Da lang. Da lang. Juhu! Da ist die Kiste. Hui, die hätten uns irgendwann im Spiel sicherlich auch noch geholfen. So, da drüben ist auch ein Speicherpunkt. Den werden wir uns auch gleich unter den Nagel reißen. Was ist mit der hier? Welche Mission fangen wir hier an? Hier würden wir Mission 5 anfangen. Nein, die Mission nehmen wir nicht an, weil wir sind ja noch an der Mission, wenn mich nicht alles täuscht. Wo müssen wir dafür hin? Da oben müssen wir hin. Und wir sind jetzt gerade hier, das heißt, wir sind sogar gleich fast am Ende dieser Mission. Höp. Und hier nochmal ganz kurz einmal abspeichern. Dann sind wir nämlich direkt am nächsten Missionspunkt. Ach, die Ladesequenzen, das Speichern ist hier so schnell, das gefällt mir so. Von der Grafik ganz zu schweigen. Aber PlayStation 3 halt, ne? So, hier haben wir noch ein paar komische Gegner. Ja, jetzt kommt doch mal her hier. Kobold oder so sind das doch. Oder Goblins. Ach nee, Munchkin. Cool. Munchkin. Okay, die können einfach nichts mehr entgegensetzen, die Gegner hier im Moment. Aber soweit ich weiß, gibt es ja noch heftigere Sachen außer den Orphanus. Orphanus ist sozusagen nur der kleinste von den ganzen Bossen, die es hier gibt. So, jetzt mal hier hoch. Höp, höp, höp. Hier lang. Höp. Da lang. Höp. So. Komisch, das sollten doch eigentlich alles Gegner hier sein. Oh, ich glaube, da ist auch mein Ziel zwischen. Tatsache. Ausgezeichnet. Oh, irgendwas hier ist gerade im Schock gelandet. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Badabang, badabang, badabang. Jawohl, krach, bumm. Hier wird einfach nur drauf losgeprügelt. Ja, da ist unser Chefkoch. Den müssen wir, glaube ich, zerlegen. Auch eins dieser hässlichen Pinguin-Viecher. Na komm. So, adios. Das war's gewesen. Katsching, Mission erfüllt. Super. So. Ja, so schnell geht die nächste Mission hier zu Ende. Da hinten haben wir noch eine Kiste. Einmal öffnen. Millerit bekommen. Jetzt geht es nochmal zurück zum Speicherpunkt. Und da beenden wir diesen Teil auch schon wieder. Und dann sehen wir uns bald vielleicht zur Mission 5 wieder. Wieso vielleicht? Ganz einfach, weil ich nicht sagen kann, wann ich das nächste Mal spielen werde. Aber da hinten ist der Speicherpunkt schon. Da, 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 da. So, wieder eine Mission erfüllt. Jetzt haben wir sogar einen Teleportstein, nein, eine Teleportstatue dazu bekommen. Jawohl, und ich sag auf Wiedersehen. Bis denn, tschüss.